So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empire Total War mit dem Darth Mod. Und ich habe gerade noch gesehen, hier raucht es noch in Moldawien. Moldawien, wie gesagt, nicht ganz so reich, 1500 Wohlstand, aber auch hier werde ich jetzt mal die restlichen Einnahmen, die mir noch zur Verfügung stehen, 1200 Goldstücke, nutzen wir mal, um hier den Gouverneurssitz zu reparieren. Dann haben wir auch hier wieder unser Gold effektiv ausgegeben in dieser Runde. Und dann wird das nächste Runde repariert. Und wir bekommen hier vielleicht so 100 Goldstücke mehr. Oder sind 12% Bonus auf Steuereinnahmen? Ja, ein bisschen mehr wird es wohl sein. Und ja, Preußen belagert gerade Weißrussland und Wolynien. Die Österreich stehen auch daneben. Österreich ist da, glaube ich, sogar mit Preußen verbündet, oder? Ja, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass die Preußen nächste Runde, die Preußen, sag ich schon, die Polen nächste Runde vernichtet werden, weil die werden sich unterstützen gegenseitig. Ist Polen bankrott? Nein, das heißt, wir können Polen nochmal alle möglichen Technologien jetzt hier übereignen. Mal gucken, ob die noch ein bisschen was in ihrer Schatzkammer haben. Kriegen sie alles für 10, 10.000? Nee. Aber versuchen wir noch mal ein bisschen was mitzunehmen. 5.000. Nö. Okay, dann machen wir es schön günstig. 2.000 Goldstücke. Sehr schön. Haben wir das auch noch mal mitgenommen. Haben wir den 2.000 Goldstücken, können wir jetzt nicht so viel machen. Wir haben jetzt hier noch einmal Werkstätten Weber. Sehr schön, dann gehen die da rein. Und weiter geht's. Und höchstwahrscheinlich werden jetzt auch die Polen vernichtet werden. Ah, Mist. Stimmt, die Armee wollte ich noch angreifen. Naja, halb so schlimm. Können wir mal noch nachholen. Sehen wir leider nicht den Schauplatz der Krim. Aber wenn sich das jetzt auf der Karte jetzt hier weiß färbt, und das hat es nicht, heißt, die Krim hat die Ukraine nicht erobert. So, Gebäude sabotiert. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt die Krim zurückerobern. Die Truppen bewegen sich nämlich auf Galizien zu. Die Krim ist, glaube ich, auch noch im Krieg mit Österreich, genau. Vielleicht schaffen sie es jetzt, Galizien zu erobern, weil den Polen hat es nicht geklappt. Vielleicht klappt es bei den Ösis. So, Europas China. Hier geht es um das Porzellan. Eigenschaft erhalten. Plus 1 auf Armeeverwaltung. Mithat Galip. Ist das zufällig unser Armeeminister? Ja, tatsächlich. Der hat auch einen Punkt dazu bekommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wir haben die verbesserte Tierhaltung erforscht, was uns nochmal plus 8% Wohlstand durch Bauernhöfe einbringt. Die Spinning Jenny plus 10% Bonus auf Städtewohlstand durch Textilindustriegebäude. Ja, das ist in der Regel nicht so viel, weil gerade in den ersten zwei Stufen sind das so, je nach Provinzwohlstand, 4 bis 8 Städtewohlstand und davon 10% sind 0,4 bis 0,8. Also ich glaube, da wird dann aufgerundet auch vielleicht auf plus 1. Aber trotzdem nicht verkehrt. Und wir haben auch die Menschenrechte erforscht. Und jetzt geht es nochmal richtig ab, nämlich plus 12% Technologienforschungsrate. Und plus 6 Städtewohlstand. Und nochmal plus 1 auf Justizverwaltung. Das heißt, unser Justizminister müsste ja jetzt eigentlich 9 Sterne haben, ne? Wir können auch dann in Zukunft die modernen Unis bauen. Und auch hier sieht man nochmal, warum ich mich eben so frühzeitig fokussiere. Und das in allen meinen Empire-Let's Plays auf die Aufklärungstechnologien. Weil, wie gesagt, die Aufklärungstechnologien sorgen dafür, dass auch immens die Forschungsrate erhöht wird. Das ist ja bei allen Aufklärungstechnologien so der Fall. Also nicht bei allen, aber bei fast allen, dass dort die Forschungsrate erhöht wird. Und dadurch steigt natürlich die Forschungsrate immer weiter an und man braucht immer weniger Zeit für die Technologien. Also im Verhältnis. Es ist natürlich so, dass die Technologien relativ weit unten im Forschungsbaum verhältnismäßig viel, viel, viel mehr Zeit brauchen. Aber durch die Erforschung der ganzen Aufklärungstechnologien kann man das Ganze natürlich dann auch wieder reduzieren. Also es hat schon seine
wirklich immensen Vorteile, in diese Aufklärungstechnologien zu investieren und sich darauf eben auch zu fokussieren. Schön. So, gucken wir mal. Unser Justizminister hat jetzt, glaube ich, wirklich 9 Sterne, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, er hat immer noch 8. Also den Bonus auf Justizverwaltung haben wir jetzt nicht irgendwie mitbekommen. Das hat nichts gebracht. Wir machen 12.800 Gold pro Runde. Aktuell fällt aber auch unser Handelsabkommen mit Genua aus. Also da zeigt sich auch, dass unsere Bauernhöfe jetzt doch ein Stück weit mehr Wohlstand mitbringen, genauso wie auch unsere Teppichwebhütten. Und wir haben gebaut. Wir bauen ja gerade massiv unsere Industrie aus. Auch das hat dazu geführt, dass wir erhöhte Steuereinnahmen haben. Fischereihafen, Werkstätten, Eisenwerkstätten, ein Magistrat, Baumwollplantagen. 2 Stück. Dann 4 weitere Teppichwebhütten. Wir haben unsere Werkstätten Töpfer in Palästina errichtet. Und unsere Steuereinnahmen sind damit bei 8.800. Ich glaube, letzte Runde hatten wir noch, glaube ich, 8.000. Also das, allein der Bau von diesen ganzen Gebäuden hat uns jetzt so ca. 800 Steuereinnahmen beschert. So, und unsere Handelsflotte kommt in der Straße von Mosambik an. So, hier sind noch 2 Plätze frei. Das sieht man, wenn man hier auf diese Plätze drauf geht mit dem Schiff. Haben wir hier ein Kreuz und hier ein Kreuz. Savoyen haben wir hier auf den Plätzen. Wir haben die Vereinigten Provinzen, die ja deshalb nichts hier rausschiffen, weil wahrscheinlich deren Hafen blockiert ist. Denke ich mal. Nee. Keine Ahnung, warum die da gerade nichts exportieren. Das ist mir jetzt auch ein Rätsel. So, wen haben wir hier? Dänemark. Und hier müsste jetzt frei sein. Und das Ganze bringt uns 1700 Gold mit 4 Schiffen. Nicht zu verachten, aber wie gesagt, Elfenbein ist eine wertvolle Ressource. 30. Und wir exportieren jetzt hier 58 Stoßzähne, die wir für 30 verkaufen. Und das sorgt eben dafür, dass wir mal ganz nebenbei 1700 Goldstücke bekommen. Und das werden wir auch noch mit weiteren Flotten dann erledigen. Aber die nächsten Flotten, die ich aufbaue, die werden ein bisschen stärker werden. Auch schön. Und weitere Truppen in Dagestan. Dann machen wir auch weiter. Und dann werden wir jetzt uns nach und nach auf die Häfen fokussieren. 10.000 Goldstücke. Ja, die Häfen sind als nächstes dran. Starten wir mal in Ägypten. 2.500, da können wir jetzt ja 4 Handelshäfen ausbauen. So. Da ist das Gold auch erstmal wieder alle. Und sind die auch hitzeresistent? Ja. Dann schicken wir jetzt. Ich würde ja ganz gerne die Truppen aufteilen. Wir können ja mit dem General der Kavallerie und den relativ fixen Truppen. Nehmen wir die Israelis noch mit. Ziehen wir den Truppen nach Komi. Können sie auch nochmal ein bisschen verbessern und auffrischen. Und mit den Truppen. Na, wir nehmen die ganzen Wüstenkrieger mit. Ziehen wir hier auf die Russen. So. Sollte machbar sein. Mit 6 Einheiten gegen 3. So, die Truppen aus Dagestan schicke ich mal nach Georgien. Beziehungsweise gleich weiter nach Armenien. Ich frage mich gerade, warum diese Mine raucht. Die ist ja voll intakt. Die wird aufgebaut. Ob das jetzt hier irgendwie ein Fehler ist oder ob das wirklich bei den Minen so ist, dass da Rauch rauskommt. Habe ich jetzt noch nicht so gut drauf geachtet. Können wir mal gucken. Kommt da überall Rauch raus? Nee, bei den anderen Minen kommt kein Rauch raus. Merkwürdig. Merkwürdig.
So, Venedig. Oh, Württemberg, können wir gleich die Menschenrechte und die Staatsschulden noch verkaufen? Wenn wir für das andere haben wir ja auch schon ordentlich Knete bekommen. Ich würde es mal probieren mit 25.000. Wahnsinnig. Dann nehmen wir 20.000. Nee. 18.000. Fünfzehntausend. Ja, man muss noch ändern. 12.000. Ah, ich würde auch 10.000 nehmen. Auch nicht verkehrt. Aber für 10.000 sollten es jetzt auch mal machen, ne? 8.000. Ja, immerhin 8.000. So, und dann werde ich jetzt doch mal ein bisschen was noch in weitere Schiffe investieren. Wir müssen ja jetzt nicht vorwiegend Linienschiffe holen. Wir können uns ja auch andere Schiffe holen. Ich würde vorschlagen, wir holen uns die Briggs, weil die Briggs, die sind in der Rekrutierung. Naja, man sieht es ja hier. Natürlich werden Galeeren günstiger. Galeeren kosten nur halb so viel. Im Unterhalt kosten sie aber alle gleich viel. Und die Briggs können sich immer noch besser verteidigen mit 26 Kanonen als eine leichte Galeere. Deswegen rekrutieren wir jetzt mal hier überall noch Briggs. Bricks. Bricks. Noch mehr Bricks. Da kommt einiges zusammen. So, hier haben wir gar keine Häfen. Und dann haben wir sogar noch. Ne, wir haben nichts mehr übrig. Möglichkeit würde ich aber gerne auch alle Häfen jetzt schon mal ausbauen. Wir gucken mal, was wir noch verkaufen können bei den Indianern. Hier die Pueblo 2000. Gut, ihr seid ein armes Volk. Für 1000. Nö. Die Prärievölker vielleicht. 1000. Nö. Persien werde ich nichts verkaufen. Marokko. Oh, Marokko. Die können das gut gebrauchen. Sind ja auch im Krieg mit Spanien. Die Explosionsladungen sind eigentlich schon eine ziemlich wertvolle Technologie. 3000. Cool, ihr seid unser muslimischer Bruder. Ihr kriegt es für 2000. Na, für 1000 müssen sie es nehmen. Wenn sie es für 1000 nicht nehmen, dann. Ja, merkwürdig. Wollen sie nicht. Mysur. Mysur ist aktuell mit niemandem im Krieg außer den Piraten. Also, die verhalten sich sehr passiv. Die sind sogar weiter als wir in manchen Bestandteilen hier. Die haben die Seemaschine und das fliegende Webschiffchen schon erforscht. Was wir dafür bekommen. 5000? 6000? Nee. Da ist die fortschrittliche Bewässerung dabei. Die sollte eigentlich schon einiges wert sein. 4000? Okay, verschenken wir es eben. Ja, 2000. Das mussten sie aber auch annehmen. Dann haben wir das Kurland. 5000? Nee. 2000. Ja, das haben sie gemacht. Ich habe gerade nicht gesehen. Hat funktioniert. So, die Krim. Verbesserte Tierhaltung für 1000. Ja, sehr schön. Ja, die Krim ist wirklich ein zuverlässiger Abnehmer für Technologien. Die italienischen Staaten. Boah, die sind ja noch im letzten Jahrhundert. Die haben noch nicht mal Karabiner und die verbesserten Granaten. Dann wird Zeit. Hannover. Ja, Hannover hat auch einige Industriewerkstätten. Ich glaube, die haben drei, vier Webhütten oder so. Na gut, 1000. Von mir aus 740. Handelt halt noch weiter runter. Genua. Spinning Jenny. Dänemark mache ich noch. Dänemark ist auch hängen geblieben irgendwo. Na gut, die Dänen werden wahrscheinlich keine Forschungseinrichtungen mehr haben. Die erhalten ja nur noch Island. Auf Island gibt es nichts. Und in Norwegen haben sie hier, glaube ich, einen Hafen. Ja, hier haben sie einen Hafen wachsend.
Das ist ein Fischereihafen auch nur. Dann hat er hier Holz. Bauernhof. Noch mehr Holz. Eine Mine. Ja, Norwegen ist nicht so arm, wie man vielleicht denkt. Ja. Da haben sie noch eine Mine. Norwegen ist ziemlich reich, aber wie gesagt, kein Bildungszentrum. Und auf Island hat er auch aktuell nur einen Bauernhof und einen weiteren Fischereihafen. Mehr ist auf Island nicht. So, Bayern ist noch dran. Die haben auch den Hochofen. Das Tyrion-Bajonett würden die uns geben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel Runden wir da sparen würden. 9 Runden. Naja, wir bräuchten nur 5. Wir bräuchten 4 Runden für das Tyrion-Bajonett. Deswegen schwierig. Es kommt halt auf das Gold an. 2000? Ah, die wollen noch 5600 dazu haben, ne? Nee, das meine ich. Auf der anderen Seite würde ich mir ein bisschen Zeit sparen. Wir können es mal probieren. Wir bieten den 20 Runden Zugang, die ganzen Technologien gegen das Tyrion-Bajonett. Aber das macht er nicht. Hätte mich auch gewundert. So, und zuletzt die Barbaresken. Wir wollen zwei Regionen im hintersten Teil Sibiriens, Russlands. Und geben mir Algier. Das ist ja auch wieder lächerlich. Wie sieht es eigentlich um deren Finanzen aus? Die sind kriegsmüde. Ja, wenn man hier ja, tausende Schiffchen rausschickt und sich na alle naselang überfallen lässt und mit jeder Fraktion hier einen Krieg führt, klar, wird man dann irgendwann kriegsmüde. Ganz logisch. So, wir machen weiter mit den Häfen. So, Damenhafen. Damenhafen. So, die anderen beiden Häfen hier sind ja sogar schon auf Stufe 2. Der in Thessalonik und in Piräus. So, dann haben wir jetzt hier noch den Fischereihafen. Den können wir aufbauen zur Fischereiflotte. Und dann schicken wir auch hier noch eine Demeni-Einheit in den Hafen. Wie sieht es mit Prestige aus? Wir führen natürlich ganz klar im Bereich Aufklärung. 579. In See haben die Briten ganz, ganz wenig mehr Punkte als wir. Auch in Wirtschaft sind die Briten uns voraus, aber wir haben dafür doch ziemlich viele Punkte im Militärbereich. Also Militär und Aufklärung sind wir führend. Und im Bereich Wirtschaft und Marine sind die Briten noch ein bisschen besser als wir. Bei den Schiffen, die die haben, ist das aber auch nicht verwunderlich. Die haben weit mehr Linienschiffe Vierterklasse als ich. Selbst das Kurland hat hier Linienschiffe Vierterklasse. So, aber auch hier können wir übrigens noch Briggs errichten. Ne? So, jetzt finden wir hier 200 Goldstücke. Die sollten wir aber mal irgendwo auftreiben können. Nee, jetzt kommen die mit irgendwelchen sinnlosen Vorschlägen. Die Irokesen auf Moria, natürlich. Karabiner und Arbeitsteilung für 200. Ja. So, dann können wir uns hier auch noch einen Brick holen. Dann haben wir nächste Runde eine relativ große Brickflotte. Und die können wir auch gleich auf den Handelsposten für die Stoßzähne schicken. Das schöne Elfenbein. So, und ehe ich jetzt vergesse, erobern wir jetzt natürlich erstmal die Ukraine zurück. Hoffentlich kampflos. Ja. Ja, wir müssen jetzt zwar die ganzen Gebäude wieder reparieren. 1000 kostet das. 1600. Und 500. Aber dafür haben die Ukrainer hier die ganze Region wieder aufgebaut. Und wir. Warum wurde denn das Handelsabkommen mit den Polen beendet? Hatte ich nicht letzte Runde einen Handelsvertrag ausgemacht? Hatten wir doch, ne?
Bin ganz sicher, dass wir einen Handelsvertrag mit den Polen ausgemacht hatten. Ist irgendwie abgebrochen worden. Weiß auch nicht, wie die Polen darauf kommen. Das erneuern wir mal. Ja. So, Frankreich. Nö. Die wollen nach wie vor nicht. Gut, jetzt handeln wir wieder mit Polen. So, wir erwarten fast 17.000 Goldstücke. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Solange die Österreicher mit sinnlosen Forderungen ankommen und nicht mit einer Kriegserklärung, bin ich zufrieden. So, die Polen wollen Zugang und die Tierhaltung für 1000 Gold. Das können wir machen. Die Maraten mit ihrem Bündnis. Sehr gut, die Russen haben sich hier nicht bewegt, die haben sich eingegraben. Wir haben wieder Gebäude errichtet: Eisenminen, Teppichwebhütten, Werkstätten, Pelzmärkte, Baumwollplantagen, alles Mögliche. Unsere Steuereinnahmen stehen jetzt bei 10.000, also die haben sich jetzt hier innerhalb von, ich glaube, es waren nur wirklich zwei Runden, haben die sich jetzt hier von 8.000 auf 10.000 zubewegt. Sehr gut. So, es fallen aber einige Handelsverträge aus. Vier Stück an der Zahl und dadurch haben wir nur, in Anführungsstrichen, nur 13.000 Goldstücke erhalten. So, wir rekrutieren weiter in Dagestan. Dagestan bietet sich wirklich hervorragend an, um Truppen zu rekrutieren, ne? Weil wir hier die erhabene Pforte stehen haben. Und eine neue Stadt entsteht. Ich wollte gerade sagen, haben wir hier eine Stadt vergessen? Nein, die Stadt hat sich erst diese Runde entwickelt. Werkstätten bauen wir dort aus. So, ich habe jetzt bei den Technologien auch nicht so richtig aufgepasst, dass wir dort mal. Ja, dass wir bei den Technologien mal ein bisschen was anpassen. Ja, das sollten wir auch anpassen. Das gefällt mir nämlich alles nicht. Hier dieses Spinning Mule ist jetzt nicht so wichtig. 8% mehr Wohlstand aus Textil. Werkstätten, nee, nee. Wichtig ist jetzt erstmal die Sämaschine. Guck mal, dass wir da irgendwas nehmen, was relativ fix ist. 5 Runden. Konya kann mal die Sämaschine erforschen. So, dann erforscht Kayseri. Heißt die Stadt so? Ich glaube schon, ne? Kauserie heißt es wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie man das Y ausspricht. Dann darf die den Wohlstand der Nationen erforschen. Plus 30% Bonus auf Wachstum des Einkommens durch Handelsrouten. Plus 8 Städtewohlstand pro Runde und nochmal plus 6% Wohlstand auf alle Gebäude. Das mit dem Handelswohlstand kann ich mal zeigen. Man sieht ja hier bei den Handelsverträgen, wir haben jetzt hier zusätzliche Einnahmen bei Großbritannien, weil das Abkommen schon so lange besteht, von 500. Krimkanat haben wir 200, Österreich haben wir 400. Also das sind halt diese zusätzlichen Einnahmen, die mit der Zeit entstehen. Und das wird dadurch auch nochmal verstärkt. Trabzon darf auf alle Fälle den Limonsaft und Sauerkraut erforschen. Und Kozani haben wir jetzt noch frei. Würde alles relativ lange dauern, ne? Von daher würde ich vorschlagen, Kozani darf sich mal auf den Gleichschritt konzentrieren. Die Bewegungsreichweite der Armeen auf der Karte.
So, ich habe hier noch eine Mine vergessen, sehe ich gerade auf Zypern. Eine Eisenmine mit dürftigem Ertrag. So, dann haben wir jede Menge Truppen rekrutiert, vor allem unsere ganzen Schiffe, die ich jetzt alle zu einer Flotte zusammenziehen werde. Und dadurch, dass wir halt so viele Häfen haben mit den Osmanen, können wir halt wirklich viele Schiffe auf einmal rekrutieren. Ne? Das ist schon ein Vorteil. Werden wir jetzt hier blockiert? Nee, ne? Sieht nur so aus. Achso, jetzt haben wir schon das Maximum erreicht. Dann schicken wir die beiden Schiffe hier mal zu unserer Blockade Richtung Venedig. Und diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schiffe schicken wir ebenfalls nach Westafrika, weil da ist ja noch ein weiterer Punkt unbesetzt. So, sehr schön. Wir haben eine sehr zufriedene Bevölkerung. Vielleicht mal die Werkstätten jetzt hier nach und nach ausbauen. Mesopotamien ist bei 3600 Provinzwohlstand. Auch hier macht es langsam Sinn, mal die Gouverneurssitze weiter zu verbessern. Bei dem hohen Provinzwohlstand auf alle Fälle nicht verkehrt. Gleiche gilt eben auch für Syrien. Hier brauchen wir erstmal eine Gouverneursresidenz. So, Palästina 1100. Okay, das ist jetzt noch nicht so reich. Das lohnt sich noch nicht. Bulgarien bei 2500 Provinzwohlstand. Auch hier lohnt sich das. So, Griechenland. 3.100, das hätten wir schon längst mal machen können hier mit der Gouverneursresidenz. Das war sicherlich ein Fehler. Auch Morea ist ziemlich reich. Alter, was ist mit Morea los? Wir haben hier 3.200 Provinzwohlstand. Gut, das liegt an der wohlhabenden Eisenwerkstätte hier und an dem hohen Ertrag durch den Weingarten, der ja auch immerhin 500 Wohlstand einbringt. Ja, auch Morea sollten wir ausbauen. Das kostet 2.000, da fehlen mir noch 700 Goldstücke. Die 700 Goldstücke treibe ich mir mal bei Schweden auf. Kriegen sie noch für 10 Runden Zugang. Ah, machen sie nicht, schade. Wollen sie nicht. Mal raten. Das sind gute Technologien, das sollte er für 700 auf alle Fälle machen. Ja, schön. So. Wobei wir ja auf Morea immerhin schon die Gouverneursresidenz hatten. Aber das geht eben noch besser. Hier 6% mehr Steuereinnahmen. Und die Truppen haben sich jetzt hier aus Weißrussland zurückgezogen, wie es aussieht. Also die Österreicher machen sich schon auf den Rückzug. Übrigens ist auch lustig aus der Karte. Polen hat mit allen Fraktionen, aber wirklich mit wirklich allen Fraktionen, mit Ausnahme hier von Venedig, katastrophale Beziehungen. Und mit der Krim haben sie auch sehr gute Beziehungen. Das liegt aber auch daran, dass die für lange Zeit Protektorat der Krim waren. Ansonsten sieht das hier wirklich katastrophal aus und wirklich so wünscht man sich das doch hier mit der Karte. Aber da sind wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Regionen, wo wirklich eine Unzufriedenheit herrscht. Das ist Venedig, das ist Russland. Das sind die Vereinigten Provinzen und Marokko. Und ansonsten, ja, sehr zufriedene Menschen. Immer zufrieden sein hier mit der weiteren Entwicklung. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.